So, Freunde, weiter geht's mit Outlast Whistleblower. Wir sind hier an der Stelle, in der wir in der letzten Folge ja fast verbrannt wären. Hier an dieser Feuerstelle sind wir entkommen, nachdem wir hier ein paar Steine aus dieser Wand rausgehauen haben. Und dann sind wir, glaube ich, noch hier hochgegangen. Und da hat er natürlich nicht gespeichert. Das müssen wir jetzt nochmal neu machen. Da hinten in diesem Raum haben wir nichts gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier hochgehen. Und da muss es irgendwo weitergehen. So, nämlich hier. Ja, hoch. Sehr schön. Ich glaube auch, wir hatten in der letzten Folge irgendwo Batterien vergessen, aber gut, ich spiele ja das letztendlich zum ersten Mal. Man sollte mir verzeihen, dass ich ab und zu mal was übersehe, denn wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich hier das überhaupt spiele. Mal von abgesehen, dass ich den Vorgänger, das Original, das richtige Outlast gespielt habe, aber die Erweiterung hier noch nie. So, wir kommen auf jeden Fall Stück für Stück höher. Momentan ist auch irgendwie noch alles ruhig, auch wenn ich hier jetzt so richtig was erkennen tue. Ich nicht, komme da oben durch. Nee. Da hinten wahrscheinlich auch nicht. Das ist zu eng, das ist zu knapp. Und hier? Nö. Komisch. Und jetzt, wie geht's denn jetzt hier weiter? Da hinten vielleicht? Ah ja, logisch. So, jetzt mal schön vorsichtig hier weiter. Bleib mal kurz stehen. Ich will mich mal kurz umschauen. Da vorne geht es auch wieder hoch. Weil ich traue dem Braten hier nicht. Wisst ihr ja, bin da schon zu oft. Ist schon zu oft was passiert. Was macht denn der scheiß Geist jetzt hier? Okay, er ist wieder weg. Gott sei Dank. So, da kommen wir wieder so hoch. Aua. Da brennt sich was in meinen Schädel ein. Das sieht fast so aus, als würden wir hier auch weiterkommen. Aber ich will jetzt erst nochmal hier hingehen. Da ist ein Radio. Wo ein Radio ist, ist doch normal auch immer eine Batterie, oder? Hier sind auf jeden Fall Dokumente, aber die kann man gar nicht anklicken. Ist ein sehr schöner Raum übrigens. Eine Matratze, ein Radio, hier, was auch immer, ein Aschenbecher oder so, keine Ahnung. Da lässt sich schlafen, ne? Da lässt sich's aushalten. So, wir gehen auf jeden Fall mal hier runter. Batterien haben wir jetzt keine gefunden, es sei denn, ich bin schon wieder dran vorbeigerannt. Beziehungsweise, warte mal. Wir sollten mal die Kamera benutzen. Jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, die Kamera zu benutzen. Das ist doch scheiße. So entgehen doch uns immer wichtige Hinweise. Aber gut, er will nicht, ne? Wenn es nichts gibt, gibt es nichts. Dann gehen wir hier weiter. Diesmal lasse ich aber die Kamera an. Das sieht sehr hoch aus. Da liegt was. Eine Batterie. Die Frage ist, ob wir die Tür aufkriegen oder nicht. So, komm, wir gehen mal runter hier. Nee, die Tür geht gar nicht auf. Super, wie soll man denn an die Batterie kommen hier? Ja, wollen wir uns wieder schön ärgern, ne? Da können wir uns verstecken. Ich höre seltsame Geräusche. Ganz leise im Hintergrund. Ein langer, schwarzer Gang. Ach, wieso drücke ich denn immer die Kamera weg? Ich will doch eigentlich nur die Nachtsicht deaktivieren. Ich könnte auch noch mal schauen. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Unsere Hauptaufgabe. Die Frage ist denn eigentlich, wieso so eine Nervenheilanstalt überhaupt ein Gefängnis braucht, ne? Ich höre seltsame Geräusche. Das gefällt mir hier überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ach, sind wir jetzt etwa auf der Stelle, wo wir eben gerade waren? Ja, da kommen wir auch an die Batterien dran. Dankeschön. Hier, das ist ein Wachmann, ein Sicherheitsmann. Der hat nicht mehr viel zu sagen. Und das sind Spinde, können wir uns verstecken, brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung, da wo es hell wird. Hell ist immer gut. Da geht eine Treppe nach oben.
Und hier geht's auch weiter. Na super. Ach, da sind wir hergekommen. Oh Mann, Kryo. Oh Mann. Gut, gehen wir in diese Richtung weiter. Ich höre hier was. Vielleicht haben wir eine Klospülung. Aber ich glaube, das war eine Kreissäge. Dieser Bastard ist immer noch unterwegs hier. Ist wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe. Da ist auf jeden Fall. Sieht so aus, als wäre da niemand. Nee, da ist auch niemand. Nee. Der muss aber trotzdem hier irgendwo in der Nähe sein. Hier liegen Dokumente, aber keines davon lässt sich aktivieren. Ziemlich sinnloser Raum, wie mir scheint, momentan. Hier gibt es nichts. Ich höre die Säge. Ich höre die Säge. Ist bestimmt da vorne. Die Tür hier nämlich geht gar nicht auf. Hier geht's weiter. Ah, wenn ich die Nachtsicht ausschalte, ist es dann fast schon zu dunkel. Was ist denn da los? Da rennen ein paar Leute vorbei. Aber auch hier sehe ich nichts in dem Raum. Ich weiß nur, dass meine Batterie bald wieder zur Neige geht. Nee, da sehe ich auch nichts. Die Tür hier, die ist verriegelt, die geht nicht auf. Die könnte eventuell aufgehen. Aber ich will erst nochmal in den anderen Raum hier vorne. Bücherei. Ich glaube, das Ende meiner Batterie ist gerade gekommen. Aber die wird hier benutzt bis zum letzten Tropfen. Da ist doch noch was, oder? Nee, das ist nur ein Buch. Da ist nichts mehr. Mein! Ha! Du warst mein! Nein! Oh! Das Schwein! Wo kann ich mich denn... Was ist das hier? Ein Skelett oder was? Au! Ah! Dieses Schwein, wo soll ich denn jetzt hin hier? So, da gibt's hier irgendwie ein Entkommen oder so? Nein, 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 nein! Nein, ich sehe nichts mehr. Scheiße, wo geht's denn hin jetzt hier? Ah! Und da hat er mich erwischt. Aua. Aua. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich da jetzt weiterlaufe. Da ist er schon. Warum sieht er mich überhaupt im Dunkeln? Das ist doch stockdunkel hier. Also, in der Tür geht es nicht weiter, aber da geht es weiter. Nee, geh da hoch! Geh da hoch! Ich glaube, es funktioniert nicht. Wir können da nicht hochgehen. Und das war jetzt leider unser Untergang. Ah, jetzt hat er wieder an genau der beschissenen Stelle gespeichert, wo der kreisigen Fuzzi sofort angerannt kommt. Aua. Und er trifft mich immer schon ein erstes Mal, wenn ich da vorbeirenne. Diesmal versuche ich da nicht hochzuklettern, sondern einen anderen Weg zu nehmen. Ach super. Ach scheiße. Da muss doch noch irgendwo ein Weg sein. Wir können hier drüber jumpen. Aber mit Sicherheit muss man da irgendwie hochgehen oder so. Die Frage ist nur wo. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Irgendwo muss wahrscheinlich ein Fenster oder so auf sein. Da geht's auch nicht hoch. Ah! So eine Kackscheiße. Irgendwo muss doch hier was sein, aber wir sind ja nicht hochgekommen eben gerade. Die Tür ging auch nicht auf, da geht's auch nicht weiter. Aber eventuell... Ach doch, logisch, kann mich hier durchzwängen, ne? Jawoll!
Du Arschloch. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Scheinbar war er gar nicht so knapp hinter mir, sonst würde ich ihn jetzt zumindest zurücklaufen sehen. Okay, wir haben es geschafft. Zumindest bis hierhin, an diese Stelle. Ich mache mal das Ding aus. Mal ein bisschen Strom sparen. Wir haben 4 Batterien aktuell. Die eine ist jetzt ein bisschen mehr als zur Hälfte verbraucht. Und ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Ich habe mir das verdient. So. Schön langsam weiter. Aha, er speichert wieder. Hier, glaube ich, geht es gar nicht weiter, ne? Das ist so eine Glasplatte. Aber wir haben hier 2 Türen. Eine rechte und eine linke. Das sieht so nach WC aus. Aha. Oh, der freut sich da gerade mit seinen Spielchen mit dem Arzt. Wir schauen mal gerade. Es gab eine neue Notiz. Unterschiedliche Auswirkungen. Lisa oder wer auch immer das hier findet. Seid ihr bewusst, dass Murkoff-Monster erschafft? Das Murkoff-Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb, so viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder, sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Roset sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Ja. Ich glaube, die wollen sich einfach nur an diesen Ärzten rächen. Aber ein paar davon, so wie dieser kreisigen Fuzzi, ist völlig abgedreht. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Da liegt noch ein Häufchen am Boden wahrscheinlich. Aber hier, was ist denn das für eine Toilette? Eine Toilette ohne Toilette? Da kannst du einfach so reinkacken oder was? Ich habe keine Ahnung. Und wir gehen mal weiter hier. So, wir haben hier vorne noch die andere Tür. Aber es ist schon so eine ganz schön abgefuckte Bude hier, ne? Ich meine, dafür, dass da hier diese Decken und so offen sind, da können ja wahrscheinlich jetzt hier diese Patienten nichts. Ich glaube nicht, dass da ein Patient gestanden hat und diese Decke aufgerissen hat, aber irgendwie, das ganze Gebäude ist so ein bisschen unheimlich. Okay. Ich glaube, wir sind nicht lange alleine, wenn ich hier weiterlaufe. Da oben, können wir da hoch? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Wir können aber auf jeden Fall da weiter. Da ist ein Fahrstuhl, aber der ist außer Betrieb. Wo soll ich denn das Gas abstellen, Junge? Dreh das Gas ab, um Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Ja, und wo ist hier die Gasabstellung? Das ist doch normalerweise immer ganz in der Nähe, oder? Kann man das irgendwie verschieben? Ne, kann man auch nicht verschieben. Hinter diese Tür kommen wir auf jeden Fall nicht. Da kann man durchjumpen. Sieht aber auch nicht so aus, als wären es irgendwelche Räume, wo man das Gas abdrehen kann. Ein Dokument. Immerhin. Weniger bekannte ökologische Aspekte der Menschheit. Auszug von 1957 im Kommentar auf den IG-Bericht Operation das TSD. Siebtens. Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung: Der vorhergehende M-Cultra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden. Um die Finanzierung und Genehmigung
zur Weiterführung der Forschung von Dr. Rudolf Wernicke und Projekt Wallrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf, metallische Tumore, Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohe Dosen von Psychochemikalien hinweist. Eigentlich suche ich hier nur einen Hebel, um das Gas abzudrehen. Warte mal, ist da was? Es hört sich gerade schon wieder so an, als würde da irgendjemand eine Tür auftreten wollen. Ich mache mal gerade Licht an. Also nicht Licht, ihr wisst schon, das Nachtsichtgerät. Aber ohne Nachtsichtgerät ist es ein bisschen doof. Was ist das für ein Geklopfe hier? Das macht mich wahnsinnig. Oh, ich habe Angst. Na, mein Freund? Ach, der haut sich die Rübe an der Tür an. Leider noch nicht fest genug. So, ich gehe da mal drüber. Da sieht doch was gut aus hier. Können wir da drauf drücken? Nö, das leuchtet nur. Aber da können wir nichts abstellen damit. Eventuell aber in diesem Raum hier, ne? Oh je, es geht alles weiter, eh. Und auf der anderen Seite geht es da weiter? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann wieder hier weiter. Und meine nächste Batterie ist auch am Arsch. Ich muss die Batterien nachladen. Was? Nurse Station? Krankenschwesterstation oder sowas? Verstehe ich das richtig? Ist aber abgeschlossen. Aber die Tür geht auf. Und dahinter ist sogar hell. Schön langsam. Oha, hier ist so ein umgeklapptes Krankenbett. Und wahrscheinlich, wenn wir da jetzt weiterrennen, kommt wieder jemand angerannt. Ha, da kommt er. Ganz im Schatten habe ich ihn gesehen. Ah, Mr. Kreissäge, servus. Ich gehe jetzt mal weiter hier. Wir sind unter Bett. Ich weiß nicht, ob er uns findet. Oh oh, der guckt da unter das Bett. Ey, wenn er da unter das Bett guckt, guckt er vielleicht auch hier unter das Bett. Sehr schön. Der ist wieder weg. Der geht mir sowas von auf den Sack, der Penner. Aber gut, wir werden ihn schon noch knacken. Und zwar in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.